Ich muss sagen, ich habe mir Studieren aber echt anders vorgestellt. Ich habe mir so vorgestellt, wie ich so jeden Tag unter so einem dicken Eichenbaum sitze und mit meinem süßen Professor rumschäker, der so diese Lederpatches an den Haaren hat. Harry Potter Brille, Hermine Schal, Rons Zauberstab. Und eines Tages laufe ich so ein bisschen verwirrt durch die Gänge mit meinen Büchern in der Hand. Ich stoße mit dem süßen Professor zusammen. Ich lasse so diese Bücher fallen und wir beide versuchen, sie im selben Moment aufzuheben. Und es ist also dieser Moment, wo uns beide ganz tief in die Augen schauen und wir spüren, dass diese Verbindung, aber wir dürfen nicht. Und er sagt, Maria, für dich riskiere ich meine Karriere. Und ich sag, und für dich riskiere ich mein Studium, das ich eh in 3 Monaten abbrechen wollte. Und wir machen heftig rum. Ja. Die Realität ist, mein Professor heißt Bernd, ist 55 und hat so Neurodermitis an den Armen. Ich bin Bernd letztens im Schulflur begegnet und Leute, ich habe meine Bücher noch nie so festgehalten.